Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, was die richtige Rohkost ist. Weil es sehr oft wieder Verwirrungen gibt. Was ist das richtige Gemüse, Früchte, Fett? Was soll ich essen in der Rohkost? Okay, und deswegen hier in dem Video jetzt mal ganz einfach und banal erklärt. Es gibt gewisse Wirkungen, die gewisse Pflanzen auf deinen Körper haben. Und im Allgemeinen ist es so, unser Körper besteht aus 70% Wasser. Wenn du wasserhaltige Gemüse, Salate, Samensaaten, irgendwas isst, gekeimte Dinge, die über 70% Wasser enthalten, so, oder um die 70%, dann stabilisiert es deinen Körper. Also wenn du Gemüse, Salate, Grün, Sprossen, all diese Sachen, all diese Pflanzen, Sprossen, Gemüse, stabilisieren deinen Körper. Die stabilisieren den. Damit kannst du einen gesunden Körper aufbauen. Also die sind stabilisierend, aufbauend. Und das wirst du auch immer wieder von gewissen Rohkostleuten lesen, hören, dass Gemüse, Salate, Grün stabilisierend, mineralisierend, aufbauend sind. Norman Walker hat es zum Beispiel in seinem Buch geschrieben. So ein Yogi Satguru hat es auch mal gesagt. Und das ist eben die Wirkung von Gemüse, Salaten, Grün, Sprossen, wasserhaltigen Pflanzen. Um die 70%. Die sind aufbauend, stabilisierend. So. Und die andere Gruppe ist jetzt Früchte, wasserhaltige Früchte, die eigentlich immer über 90% Wassergehalt haben. Und die reinigen. Das ist die andere Wirkung. Die reinigen. So. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dein Körper besteht zu über 50% aus Müll. So. Deine Fassade, dein Haus ist einfach nur aus gelben Säcken, aus Müll aufgebaut. Was jetzt passiert, wenn du zu viel reinigende Lebensmittel zu dir nimmst? Dann wird einfach nur dein alter Körper abgebaut. Du magerst ab, du baust zu schnell die Fassade ab, ohne neues Material aufzubauen, ohne deinen Körper zu stabilisieren. Das heißt, wenn du zu viel reinigende Früchte zu dir nimmst, welche eben über 90% Wasser enthalten, die alles raushauen. Wenn dein Körper, wie gesagt, zu 50% aus Müll bestanden hat, dann gehen die 50% Müll raus. Wenn du immer nur Früchte isst, wenn du immer nur reinigende Lebensmittel zu dir nimmst. So, und dann gibt es eben die aufbauenden, wie gesagt, die musst du auch zu dir nehmen. Und wenn das im Ungleichgewicht ist, ich meine, du kannst da spielen, wie du möchtest. Dir sollten die Prinzipien bewusst sein. Das eine ist reinigend, das andere ist stabilisierend. Früchte reinigen, hohen Wassergehalt über 90% und Gemüse, Sprossen, Salate, Wildkräuter sind aufbauend, stabilisierend. Das solltest du wissen, damit kannst du spielen. Du kannst immer wieder Reinigungsphasen machen, du kannst Fastenphasen machen, genauso wie du Fruchtphasen machen kannst. Aber auf Dauer solltest du die ersten Jahre in der Rohkost erstmal stabilisieren. Du solltest deinen Körper erstmal aufbauen, wieder gesund. Und einfach nur zwischendrin Reinigungsphasen machen, Heilungsphasen. Genau. Und dann kannst du das Ganze viel besser steuern, regulieren. Und du kannst damit spielen, wie du möchtest eben. Wenn du sagst, hey, ich habe jetzt Urlaub, kannst du da eine Reinigungsphase machen. Kannst den ganzen Dreck mal raushauen. Und das Ganze verarbeiten, kannst dir Zeit und Ruhe dazu nehmen, was sehr wichtig ist, um zu reinigen. Wenn du keine Zeit und Ruhe dazu hast, ist das Ganze nicht gut und ja. Und es ist wirklich von Vorteil, sich die Zeit und Ruhe dazu zu nehmen. Und wenn du mehr Stress, wenn du einfach mehr beschäftigt bist, wenn du dir die Zeit gerade nicht dazu nehmen kannst, um dich zu reinigen, dann ess ganz normale grüne Rohkost, aufbauend, stabilisierend,
und lerne damit zu spielen. Genau. Und hör auf, das Ganze als irgendwie gut, schlecht zu sehen, sondern weil, ja, sei dir der Wirkung bewusst und ja, spiel damit. Reinig deinen Körper langsam über die Jahre, ist ein Prozess, der lange dauert. Wir haben uns lange vergiftet. Die letzten Generationen, Jahrhunderte, deine Eltern, du, 20, 30 Jahre, das geht nicht innerhalb von ein paar Wochen wieder weg. Das braucht ein paar Jahre, genau. Ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv. Man wird mit jedem Moment glücklicher. Es wird alles einfach. Und du kannst die Sonne genießen. Ansonsten macht's gut. Das war's für heute. Ciao.